Ja Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Zweitkanal Broski. Heute gibt es mal ausnahmsweise kein Stadion-Vlog, sondern eine Live-Reaktion. Ihr habt es damals bei dem Schalke gegen Mainz-Spiel letzte Saison hier auch mega gefeiert. Ich hatte dieses Wochenende nicht die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen, weil ich habe ja einen 48-Stunden-Stream gemacht, zusammen mit den Teasy-Jungs. Und wir haben das Spiel zusammen geguckt während des Streams. Und da ich ja euch leider keinen Stadion-Vlog liefern konnte, dachte ich, zeige ich euch das Ganze mal. Ich nehme das Intro jetzt hier einen Tag nach dem Spiel auf. Ihr wisst natürlich logischerweise schon, wie es ausgegangen ist und habe mich wieder ein bisschen abreagiert, aber wie ich während des Spiels reagiert habe, das seht ihr jetzt. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr Stadion-Vlogs sehen wollt nach der Länderspielpause. Und jetzt ganz viel Spaß zu Schalke 04, wie wir in der zweiten Liga kläglich versagen. Spieltag Nummer 9. Let's go. Oder was Spieltag 8? Ich weiß gar nicht. Ist auf jeden Fall bodenlos. Lass uns auf Schalke umschalten, das Spiel sollte ja angepfiffen sein. Wo gucken wir denn? Draußen oder? Ja, draußen. Hier macht keinen Sinn. Zur Torwartentscheidung. Ich finde es an sich gar nicht verkehrt. Ich finde es schon gut, dass man Kehren mal eine Chance gibt. Ich verstehe nur nicht, warum man halt erst zwei Spiele langer macht und dann den Hikeren jetzt random rausholt. Und wenn man dem 100% vertrauen würde, hättest du den ja auch von Anfang an da reinstellen können. Gute Stimmung in der Donnerhalle. Auf geht's, Schalke! Gewinnen und siegen! Oh, es könnte Orian und Jalla geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte passieren. Ja, oh! Hey, Bro, warte mal. Hey, bin ich dumm? Das sah schon böse aus. Sah schon klar aus, oder? Beim zweiten Kontakt. Na jo, der hat eine letzte, wie nennt man denn? Diesen Iniesta-Ding gemacht und dann gib ihm. Schön, Henning. So, und jetzt überprüf mal die Scheiße. Ja, überprüf's mal. Überprüf's doch! Ja, okay, ganz klar den Ball getroffen. Aber alle auch mit viel Risiko, sagt. Aber er trifft nur den Ball. Guter Ball. Schöner Pass. Oh, was? Mein Gott, Digga. Was, Polter? Nee, Domme. Aber super Spielzug eigentlich. Ja, aber Digga. Spielzug war strong. Seit wann können die sowas? Gut von Kadermann, Alter. Domme, nee. Der hätte eine Zimbo Classic machen müssen, ne? Also, einmal rüberlegen. Also, Domme, da kann ich dich nicht in Schutz nehmen. Also, ich sag dir ehrlich, den von Drexler hätte ich vielleicht gemacht. Was wäre auch mein starker Ding? Zumindest auf die Hütte gebracht. Oder ich hätte ihn halt nochmal angenommen. Ich bin ja so einer, der erste Kontakt ist es bei mir nicht. Ich hätte ihn angenommen und dann ganz überlegt reingeschoben. Ich will einfach nur, dass Fabian Riese nicht trifft. Das wird mich mental brechen, wenn der Typ trifft. Ganz stark Hekelin. Nicht schlecht, aber ganz stark Hekelin. Digga, also. Alter, es war stark, ne? Gut gehalten, aber sau schlecht rausgespielt. War das wieder Kaminski oder wer war das? Uwe, oder was? Jetzt. Komm, geh, Mörken, ich hab dich bei Kickbase! Tschüss, wie schnell ist er denn? Oder hab ich dich noch? Ne, ich hab dich verkauft. Okay, dann mach ruhig. Leb dein Leben. Oh. Putz. Digga, die zweite Liga ist so ein dunkler Ort, ne? Da spielen beide Mannschaften 40 Minuten lang die größte Scheiße und dann segelt so ein Ball einfach irgendwie in den Strafraum. Digga, guck dir das an. Der Torhüter hätte vielleicht rauskommen müssen. Drei Mann von Schalke aneinander beim Verteidigen. Also ich sag's euch aber so wie es ist, wir müssen auch langsam über Timo Baumgartl sprechen, ne? Also bei allem Respekt, ich mag den ja als Typ, aber so ein Interview zu geben und dann wirklich auch einfach jetzt mal 10 Spiele komplette Scheiße zu sein, ist auch ein Brett. Alter, das ist ja bodenlos. Der sagt ja hier, Tabakovic, stell deinen Fuß rein, mach alles, worauf du Lust hast. Ja, gib wenigstens Punkte bei Kickbase, ich hab ja eh schon mit der Scheiße abgeschlossen. Jetzt brauche ich noch 5 Tore, dann geht mein Tipp auf 2-4. Digga, Henning füllt die Dinger aber auch nur... Ja, das ist halt das Problem bei ihm. In der ersten Liga ist nicht aufgefallen, weil wenn du Underdog bist, da erwartet keiner von dir, dass du mit dem Ball spielst. Aber wir haben keinen einzigen Menschen im Kader, der mit dem Ball was kreieren kann, außer einen 17-Jährigen. Und der sitzt auf der Bank, weil der anscheinend vom ganzen Vorstand die Eltern gefickt hat. Das ist so krank. Also bei allem Respekt, aber wir haben auf dem Platz gerade mit Drexler und Karaman jeweils so einen halben Spieler, der was mit dem Ball kann. Sonst sind das alles nur Systemfußballer und Malocher. Das ist geisteskrank, wie man einen Kader so zusammenstellen kann. Guck dir das an, jetzt brauchst du wieder 1, 2, 3, 4 Kontakte, um eine Verlagerung zu machen. Noch ein Kontakt. Ja, weil das so. Einfach so ungenau. Der andere stoppt 15 Meter weit. Digga, boah. Guck mal, was der wieder schafft. Der hat Zeit, alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt.
kloppen einfach in die Mitte halb hoch. Das ist Wahnsinn, wirklich, wie fußballerisch limitiert diese Mannschaft ist. Also ist natürlich so musst du kämpfen, aber du kannst sie doch nicht. Du kannst dir doch nicht 11 Malocha und Grätsche auf den Platz stellen. Wie soll das funktionieren? Ich sag ja, Spielaufbau technisch, da geht ja einfach wirklich absolut gar nichts. Ne? Jemand auch, der mal die Eier in der Hose hat und auch mal so ein Spiel führt, die Mannschaft an die Hand nimmt, da ist ja wirklich nichts. Die Abwehr schlägt die Murmel lang vorne, versucht auf Polter. Der macht aktuell keine Murmel klar. Die ärmste Sau da vorne drin. Ajo. So, jetzt musst du die Seite wechseln eigentlich. So, wir rechnen jetzt mit wie viele. Jetzt muss der. Ja, danke schön. Versuch's, achte, ich sag. Aber guck mal, was das für ein Ball ist. Ja. Drauf. Weg. Nach vorne, Digga, wo kein Schwanz. Du musst den AV anspielen. Und schick, wie du sagst, und dann schickst du den Karaman wieder in die Hölle. Das sind nur Anscheißerbälle. Dieses, boah, ich spiele einen Ball. Keine Eier. Hauptsache, ich sehe nicht schlecht dabei aus. Schnell den Ball weg von mir. Ey, das ist Wahnsinn, wirklich. Das ist Wahnsinn. 0-3 zu 0-6-4 X-Goals. Ja gut, und das Tor von Hertha war wahrscheinlich 0,58 X-Goals, weil sie aus 2 Metern war. Ey, das ist brutal, wirklich. Echt ein Krottekick. Ja, es fehlt halt wirklich einer, der das Heft in die Hand nimmt, ne? Der die Eier hat. Es fehlt die Idee, es fehlt die Kreativität und dann, was du halt auch siehst. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, wir brauchen nicht über die Mannschaft reden, als wären das 11 Amateurspieler auf dem Platz. Denen fehlt auch komplett die Moral und der Mut. Die trauen sich da wirklich nichts. Also das Schalke-Spiel, achte mal bitte drauf, Chat. Es ist in einer Tour, ein Spieler kriegt den Ball. Oh, bloß weg von mir, ich will nicht den Fehler machen. Nachher bin ich derjenige, der auf den draufgehauen wird. Keiner auch, der mal ins 1 gegen 1 geht. Null. Ich weiß gar nicht, gab es überhaupt ein abgeschlossenes Dribbling von uns? Nicht, ne? Ich glaube einmal Karaman. Das ist so gestört, ey. Keine Wechsel zur Halbzeit. Stark. Nein, würde ich auch nicht wechseln. Da würde ich der Truppe, da würde ich den Malorern jetzt einfach vertrauen. Und das Spiel läuft, die zweite Halbzeit beginnt. Schalke wechselt nicht zur Halbzeit, weil die erste Halbzeit, wir haben richtig gute erste 30 Minuten gemacht. Kompakt gestanden, den Gegner gefordert. Und wieder hoch und weit. Das haben sie gut gemacht. Warum ins Loch? Warum spielst du dahin, wo drei Herthaner stehen? Es ist so gehirntot. Boah, das ist besser kann, würde ich auch sagen. Nein, weil jeder Spieler am Ball sich denkt, boah, bloß weg, ich will den Fehler nicht machen. Bloß weg mit dem Ball. Oh mein Gott! Digga. Fabian Reese. Oh mein Gott! Ich spreche es aber auch an. Fabian Reese. Henning Martin. Natürlich Fabian Reese. Ist nicht zweitligawürdig. Sagst du, das ist also katastrophal. Digga, hat er einen Panner kassiert? Ja, er hat ihm alles genommen, was er hat. Oh, bei denen tut's mir leid. Für den tut es mir auch leid, aber ich glaube, es war aus kurzer Distanz, ne? Weiß nicht, kann auch ein Torwartfehler gewesen sein. Wo steht ein Baumgartel? Wo steht ein Baumgartel, Digga? Er rückt nicht mal raus. Boah. Das ist schlecht. Boah, aber Torwart sind auch so unglücklich. Boah, Doppelpanner, Digga. Der Typ, der das macht, ist übrigens ein Spieler, den wir vor 6 Jahren aussortiert haben, weil er zu schlecht für uns war, ne? Müssen wir mal drüber geredet haben. Hat er nicht auch das andere vorgelegt, weil er den einen Einwurfmann, oder? Kann ja, sein. Das ist der Einwurfmann. Aber es ist genau das, was wir gesagt haben. Das Tor entsteht, weil du im Spielaufbau nicht die Augen aufmachst, sondern einfach nur schnell weg den Ball von mir. Du spielst in ein Loch rein, wo dann Anstoß. Guck, Henning Matriciani am Ball ist und von drei Leuten umzingelt ist. Guck dir mal an. Anstoß, was passiert denn? Die bissen den Ball blind nach vorne, weil diese Vereinsführung keinen Spieler geholt hat, der am Ball was kann. Es macht mich so sauer, Digga. Solche Alibi-Transfers gewesen. Und es ist ja nicht so, das ist ja Selbstvertrauen, Moral, das ist ja die eine Sache. Aber du hast es ab dem ersten Spieltag schon gesehen. Ab dem ersten Spieltag hast du schon gesehen, dass da keiner Fußball spielen kann. So, jetzt acht aufs Zentrum. Wo rückt einer aus dem Zentrum raus? Junge, biete dich an, bitte! Schallenberg und Tempelmann spielen Verstecken! Geh kurz, hol dir den Ball, Mann! Fuck off! Jedes Mal! Guck mal, Henning, komm so, doch! So, jetzt Schallenberg, Tempelmann. Wer holt sich den Ball? Geh entgegen und hol dir den Ball, Mann! Guck mal, wie er sich versteckt! Oh, schnell weg, ich will keinen Fehler machen. Oh, wieder ab. Geh kurz! Kurz! Guck mal! Tempelmann und Schallenberg verstecken sich in einer Tour. Wieder. Keiner macht ein Angebot, keiner. Wo kommt einer kurz? Wo will einer die Pressinglinie auseinanderziehen? Niemand. Wo ist Schallenberg? Geh kurz, Junge, hol dir den Ball. Und dann zeigt er noch an, wichst die Pille raus. Ich krieg einen Anfall. Er versteckt sich wieder. Geh kurz. Geh entgegen. Es ist unfassbar. Da brauchst keine Flügelspieler einwechseln. Kannst drei neue Sechser einwechseln. Wo ist denn Uedraogo? Von wem hat er denn die Mutter gefickt, dass er nicht spielt?
Das kann doch nicht sein, Digga. Ist Uedra Ogo Dualstraftäter oder was? Nimmst einen Aoyan raus, der das ärmste Schwein ist, weil auf den immer ein langer Ball gebracht wird. Weil es heißt, ja, mach mal was mit deinem linken Fuß. Kannst du ja nicht ausdenken. Verlierst gegen Hertha 2-0, lässt dich von fucking Fabian Rehse f***en, Digga. Ich krieg einen Schlaganfall. Die spielen ja selber Scheiße. Die spielen selber Scheiße. Jetzt wechselt der Seguin ein anstatt Uedra Ogo. F*** mich, was ich brauch, Digga. Ach Gott, nee. Mach es aus. Mach aus. Übrigens hier, ne? Ich wollte nochmal alle Leute grüßen, die gesagt haben, ich mache Unruhe und ich soll nicht übertreiben. Nachdem ich das angezweifelt habe, ob das alles so funktioniert, was wir hier versuchen nach dem 3-0-Sieg gegen Kaiserslautern. Liebe Grüße nochmal an euch. Ihr habt mich mal wieder eines Besseren belehrt. Ich werde auch in Zukunft versuchen, keine Unruhe zu stiften und Sachen nicht übertriebener darzustellen, als sie sind. Ich fühle mich hier super wohl auf Tabellenplatz 16 in Liga 2. Und ich finde das super, was wir machen. Die Transferpolitik, die Vereinsführung, es klickt einfach. Ja? Es klickt, wirklich. Mega. Seguin kommt rein, spielt Standfußball. Das sehe ich gerne, Digga. Da erregt sich mein Glied. Links. Superball, Superball. Ja! Kabadagi, einer der wenigen Guten. Hol den Ball. Komm! Super von Lasme, super von Kabadagi. Das ist noch einer der wenigen Vernünftigen da, Alter. Kannst du dir auch nicht ausdenken, der kommt aus der vierten Liga von Bayern 2. Das ist noch einer der wenigen, der da kicken kann. Ah, Karaman war es nicht, Lasme. Richtig gut von Karaman. Gutes Auge. Super Ball. Super, super. Schön. Oh mein Gott, was war denn das? Scheiße. Was war denn das für ein Volleystrahl? Der geil genommen, aber, ne? Digga, der war geisteskrank genommen. Sonso kenne ich, Ex-Schalker. Was? Hä? Der hat schon gelb. Ich hab doch gesagt, bei Schalke gibt's immer eine rote. Boah, gut, aber wenn sie mal schon gelb habt, dann da. Oh! Das war auch ein Zimbo Classics, oder? Oh! Woher die Energie? 3 Minuten noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ja, lass uns halt drüber reden. Souverän die 16 gehalten stand jetzt. Osnabrück kann morgen vorbeiziehen. Die haben aktuellen Lauf, ne? 9 Spiele, 6 Niederlagen. Ich sehe das Problem morgen nicht. Morgen gegen den Spiel in Osnabrück? Ich spiele nachher noch, denke ich mal. Ich wollte gerade sagen, morgen. Ah ne, die haben schon gespielt. Okay. Wir hätten das ja angezeigt, als hätten die gespielt. Ach, Entschuldigung, 1-1 gegen Düsseldorf am Freitag schon. Ich bin einfach blind. Ne, dann haben wir souverän den 16. Platz gehalten. Dann ist ja alles gut. Aber über die Jungs kam mir so ein bisschen Schwung, Digga. Die erste Halbzeit, die war ersten 45 war ja geisteskrank, Digga. Boah, Achtung vor die Kurve. Und drehen die Ultras sich ja wieder um. Fans sind auf jeden Fall drin, das ist nie ein gutes Zeichen. Und sonst so, Chat, wie geht's euch? Steh auf! Wenn du am Boden bist, steh auf! Das war nur zur Motivation, ne? Steh auf, wenn du ein Zimbo